Güterzüge mit Doppelstockwagen. Vor 30 Jahren fuhr in den alten Bundesländern noch kein einziger von ihnen. Dies sollte sich nach der Wende ändern. So kamen nicht nur die Doppelstockwagen aus der DDR nach der Wiedervereinigung auch in der alten Bundesrepublik zum Einsatz. Es wurden auch über 2000 neue Doppelstockwagen, vorwiegend von der heute zu Bombardier gehörenden Waggonfabrik in Görlitz, gebaut. Anders als im ersten Teil der Dokumentation über Doppelstockwagen, wo es um die Vorstellung der einzelnen Wagentypen und ihre Ausstattungen ging, sollen in diesem Film die Einsatzgebiete der doppelstöckigen Züge in Deutschland im Fahrplanjahr 2018 vorgestellt werden. Das Jahr 2018 bietet sich hierfür geradezu perfekt an, denn es rollen tatsächlich noch alte DR-Doppelstockwagen der ersten Generation über deutsche Schienen. Gleichzeitig hat mit dem Twindex auch schon die fünfte Generation Doppelstockwagen Einzug im deutschen Bahnalltag gehalten. 16 verschiedene Baureihen machen die Sache nicht minder interessant. Da ich vermute, dass in den nächsten Jahren dank weiter fortschreitender Erneuerung des Fahrzeugparks mehr Eintönigkeit diesbezüglich einkehren wird, soll dieses Video vor allem den Zweck der Dokumentation eines abwechslungsreichen Fahrzeugeinsatzes in sich stetig ändernden Zeiten haben. In meinen Erzählungen werde ich dennoch oft die Gegenwartsform verwenden. Dies tue ich vor allem dann, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass in der ersten Jahreshälfte 2019 noch ein ähnlicher Fahrplan und Fahrzeugeinsatz vorzufinden sein wird. Bei Erzählungen der Zugleistungen, die seit dem 9.12.2018 schon mit anderem Fahrzeugmaterial unterwegs sind, werde ich die Vergangenheitsform anwenden. Im Folgenden werde ich auch nicht die Generationen der jeweiligen Doppelstockwagen aufzählen, sondern die Bauserie, da es gerade bei der vierten Generation mit den Bauserien 97, 03 und 07 doch mehrere Bauserien gibt. Abschließend möchte ich jetzt noch ein herzliches Dankeschön an all diejenigen aussprechen, die mir mit Video- und Bildmaterial ausgeholfen haben. Nun aber lange genug der Vorrede. Kommen wir jetzt endlich zur Vorstellung der über 130 Linien, auf denen Doppelstockwagen in Deutschland im Fahrplanjahr 2018 planmäßig zum Einsatz kamen. Viel Spaß! Beginnen wir im hohen Norden, also in Schleswig-Holstein, wo sich Doppelstockwagen 2018 im sogenannten Netz West, Netz Mitte und Netz Ost beobachten ließen. Ich starte diesen Beitrag dabei auch im nördlichsten deutschen Bahnhof Westerland auf Sylt. Hier erhält eine 245 mit ehemals bayerischen Dosto 93 Ausfahrt. Denn durch die anhaltenden Probleme mit den Dieselloks der Baureihe 245.2 und Merit-Pair-Wagen hat die DB Regio 12 Doppelstockwagen und Wittenberger Steuerwagen aus München sowie 2 Dieselloks aus Kempten nach Schleswig-Holstein umbeheimatet. Seit Mitte Juli 2018 fahren somit erstmals seit den 90er Jahren wieder Doppelstockwagen über die Marschbahn. Meist ist aber nur eine Dosto-Garnitur, bestehend aus 4 oder 5 Wagen zwischen Hamburg und Westerland, zum Teil auch nur auf einem Umlauf zwischen Westerland und Husum, im Einsatz. ...2018 bereits komplett planmäßig mit Doppelstockgarnituren bedient, wurden die Linien RE7 und RE70. In diesem sogenannten Netz Mitte lässt sich allerdings eine Besonderheit beobachten. Im Stundentakt fahren hier 2 Zugteile
von Hamburg bis Neumünster. Der RE7-Zugteil fährt weiter nach Flensburg und der RE70-Zugteil nach Kiel. In der Gegenrichtung findet in Neumünster eine Zugvereinigung statt. Zum 30-Minuten-Takt ergänzend fährt ein weiterer RE70 einzeln von Hamburg nach Kiel. Im Berufsverkehr sollten hier zwei Zugteile nach Kiel fahren. Um dieses Konzept mit Zugteilen realisieren zu können, wurden keine lokbespannten Züge, sondern Triebzüge des Typs Twindecks mit jeweils 4 Wagen beschafft. Diese sind der Baureihe 445 zugeordnet. Und nun nochmal zum eben erwähnten Konjunktiv, es sollten zwei Zugteile im Berufsverkehr nach Kiel fahren. Denn die Twindecks gingen nicht nur mit 3 Jahren Verspätung im Dezember 2017 in den Planbetrieb im Netzmitte, nein, sie waren 2018, vorsichtig ausgedrückt, noch nicht ganz störungsfrei. So ließ die anhaltende Unzuverlässigkeit es nicht zu, dass die DB Regio komplett auf lokbespannte Ersatzzüge verzichten konnte. So fuhren meist 1-2 Garnituren mit 112er und 5-6 Dosto 03 bzw. Dosto 07 auf den reinen RE70-Umläufen bis Kiel. Einfahrt in Hamburg Hauptbahnhof. Wir bleiben in Hamburg, wechseln aber die Bahnhofseite. Auf der Südseite setzt sich hier nun 112-168 mit ihrer RB81 nach Bad Oldesloe in Bewegung. Diese Leistung gehört zum Netz Ost, dem wir uns nun widmen wollen. Stündlich verbindet der RE8 die Hansestädte Hamburg und Lübeck. Von Montag bis Freitag ergänzt der RE80 zum 30-Minuten-Takt diese Verbindung. Alle Züge enden in Lübeck Hauptbahnhof. Der durch seinen Turm mit Abfahrtsanzeige bekannte Strandbahnhof von Lübeck wird nur Wochenends von April bis Oktober mit Doppelstockzügen erreicht. Denn an diesen Tagen wird der stündliche RE8 von Hamburg immer bis nach Lübeck-Travemünde Strand verlängert. Sonst fahren hier trotz Oberleitung Dieseltriebwagen. Zwischen Hamburg und Bad Oldesloe fährt stündlich die RB81, die bis Ahrensburg zum 30-Minuten-Takt verdichtet wird. Der 30-Minuten-Takt existiert im Berufsverkehr bis Bargteheide. Außerdem fahren in der HVZ zwischen Hamburg und Ahrensburg noch weitere Verdichter, sodass zum Teil 3-4 Regionalbahnen auf diesem Abschnitt pro Stunde unterwegs sind. Im Netz Ost fährt die DB Regio planmäßig alle Leistungen mit 112er Loks und Garnituren, bestehend aus Dosto 03 und Dosto 07, wobei alle Mittelwagen Hocheinstiegwagen sind und nur der Steuerwagen einen Tiefeinstieg aufweist. Die RB81-Züge verkehren dabei planmäßig mit 5 Wagen und die RE8 bzw. RE80-Züge mit 7 Wagen. Im Laufe des Jahres 2018 begann auch die Ausstattung der Wagen mit WLAN-Routern. Kommen wir nun noch zu ein paar Einzelleistungen von Dostos in Schleswig-Holstein. Dafür machen wir einen Ortswechsel an den Fehmarnsund. Von April bis Oktober verkehren nämlich Wochenends 2 Zugpaare als RE85 von Hamburg bis Puttgarden auf Fehmarn. Da die Strecke erst voraussichtlich 2028 elektrifiziert sein wird, befördert eine 218 die 4 Doppelstockwagen. Ebenfalls 2018, noch mit 218 bespannt, waren die beiden Verstärkerzugpaare Lübeck-Kiel und Kiel-Lübeck-Hamburg
sowie abends jeweils in der Gegenrichtung. Um sich größeren Rangieraufwand zu sparen, wurden für diese Leistungen RB81-Garnituren mit 5 Wagen und 112er Loks hergenommen und die 218 einfach nur vorne angehangen. Seit 2014 hatte man offenbar noch mehr Lust, E-Loks ab- und anzurangieren, wie diese Aufnahme aus Kiel aus längst vergangenen Tagen beweist. Mit denselben Garnituren unterwegs, nur ohne 218, ist auch der kurze RE1. Genauer gesagt der zweistündliche RE1, der nur zwischen Hamburg und Büchen im Berufsverkehr bis Schwerin verkehrt. Jeweils in der anderen Stunde fährt der lange RE1, der Hamburg über Schwerin mit Rostock verbindet. Für diese Linie wurden extra Tiefeinstieg DOS 007 beschafft, mit Getränke- und Snackautomaten im Erste-Klasse-Wagen. Außen tragen alle Wagen die Aufschrift Hanse Express. Diese 5 Wagenzüge wurden 2018 zum einen noch mit E-Loks der Baureihe 120 und zum anderen mit E-Loks der Baureihe 182 gezogen. Der RE1 war damit 2018 neben dem nordrhein-westfälischen RE9 die damit deutschlandweit einzige Linie, auf der planmäßig 3 verschiedene E-Lok-Typen zum Einsatz kamen. Stimmt in der Infokarte darüber ab, welche von den dreien euch am besten gefällt. Einfahrt eines RE1 in Rostock Hauptbahnhof. Rostock soll nun auch Ausgangspunkt für die weiteren Erzählungen sein, in denen wir uns um die Linien in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin kümmern wollen. Von Rostock Hauptbahnhof aus startet im 2-Stunden-Takt der RE5 über Neustrelitz, Berlin und Wünsdorf-Wallstadt nach Elsterwerda. Für diese Linie wurden 5 Twindex-Zugeinheiten beschafft, die wie in Schleswig-Holstein schon im Dezember 2014 ihren Betrieb aufnehmen sollten, in Wahrheit aber erst Stück für Stück ab Dezember 2017 in den Planbetrieb gelangten. Anfang 2018 waren dennoch auf den meisten Umläufen Züge mit DOSTO 97 und DOSTO 03 Wagen und einer 112er bzw. 182er E-Lok für die Fahrgäste unterwegs. Im Laufe des Jahres 2018 wurden dann Schritt für Schritt alle Umläufe auf Twindex umgestellt. Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass von April bis Oktober die Zugverbände der RE5-Umläufe von 4 auf 5 Wagen, also um einen Wagen mit großem Fahrradabteil, erweitert werden. Dies gilt sowohl für die lokbespannten Züge als auch für die Twindex. Hier macht sich die Stärke des Twindex bemerkbar, der durch seine aneinandergereihten Einzelwagen die Vorteile aus lokbespannten Zügen und Triebzügen vereint. Die Linie RE5 besteht allerdings noch aus einem weiteren Ast, und zwar der zweistündlichen Verbindung Stralsund-Neustrelitz-Berlin-Wünsdorf-Wallstadt, die nur im Berufsverkehr bis Elsterwerda verkehrt. Hier setzt die DB Regio Nordost planmäßig ausschließlich lokbespannte Wendezüge, bestehend aus 112er bzw. 182er und 4, im Sommer 5, Doppelstockwagen der Serien 97 und 03 ein. Von Mai bis Oktober fährt Wochenends unter dem Namen Warnemünde Express auch ein Zugpaar zwischen Berlin und Warnemünde mit einer lokbespannten Garnitur. Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt zu verbinden, ist die Aufgabe des RE3. Der RE3 fährt stündlich zwischen Jüterbog und Angermünde in einem annähernden Stundentakt. Nord- sowie südwärts gibt es je 2 Äste, die auch je nach Richtung unterschiedlich verbunden werden.
Konkret heißt das, dass folgende jeweils zweistündliche Fahrwege existieren. Von Falkenberg nach Schwedt, von Lutherstadt-Wittenberg nach Stralsund und in der Gegenrichtung von Stralsund nach Falkenberg und von Schwedt nach Lutherstadt-Wittenberg. Auf dem RE3 kommen blockbespannte Garnituren mit 112er und 5 Dosto 97 bzw. 03 zum Einsatz. Und so etwas kommt auch nur bei lokbespannten Zügen vor. Ein Hanse-Expresswagen vom RE Hamburg-Rostock ist in einem RE3 nach Lutherstadt-Wittenberg eingereiht. Nun machen wir einen kleinen Farb- und Fahrzeugwechsel. Denn für die Leistungen des RE4 ist die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, kurz ODEC, zuständig, die Triebzüge der Baureihe 445 im Angebot hat. Auch wenn die Baureihennummer dieselbe ist wie bei den Twindecks, handelt es sich um ganz andere Fahrzeuge. In der UIC-Fahrzeugnummer haben sie deshalb auch als erste zwei Ziffern die 94 für Triebwagen und die Twindecks die 91 für Lokomotive. Die 445er auf dem RE4 sind fest verschraubte vierteilige Triebzüge des Typs KISS vom Hersteller Stadler. Innen wirken die Züge sehr modern. Der Sitzkomfort lässt allerdings etwas zu wünschen übrig. Der RE4 fährt stündlich zwischen Rathenow und Ludwigsfelde. Im Berufsverkehr fahren etliche Züge über Ludwigsfelde hinaus bis Jüterbog. Die RE3, 4 und 5 Züge benutzen den Nord-Süd-Tunnel in Berlin und halten am Hauptbahnhof im Tiefbahnhof. Vier Etagen weiter oben macht sich nun 182024 auf die Reise. Der RE1 verbindet im Stundentakt Magdeburg mit Frankfurt an der Oder. Zwischen Brandenburg und Frankfurt-Oder fährt er sogar zweimal pro Stunde, wobei sich die Haltepolitik beider Verbindungen zwischen Brandenburg und Potsdam sowie zwischen Erkner und Frankfurt-Oder etwas unterscheidet. Am Potsdamer Park Sanssouci halten zum Beispiel nur die Züge der Verbindung Brandenburg-Frankfurt. Im Berufsverkehr werden einzelne RE1-Züge über Eisenhüttenstadt bis nach Cottbus verlängert. Auf dem RE1 werden ebenfalls planmäßig 5 Wagenzüge eingesetzt. Allerdings kommen hier fast nur Dosto 97 Wagen, erkennbar an den breiteren Fensterbalken, zum Einsatz. Und zum Abschluss des Kapitels RE1 zeigt uns nun nochmal 182016, wie sich eine Tonleiter anhört. Alle klimatisierten Doppelstockwagen der Linien RE1, 3 und 5 wurden zwischen 2011 und 2012 einem intensiven Redesign unterzogen, sodass sie komforttechnisch mit den neuesten Twindex-Fahrzeugen mithalten können. Die Berliner Doppelstockzüge zeichnen sich auch durch ihren Getränke- und Snackautomaten im gemischtklassigen Wagen aus. Zu guter Letzt gibt es im Berliner Raum noch eine Regionalexpresslinie, die planmäßig mit Doppelstockwagen bedient wird. Es handelt sich um den RE2, der wie der RE4 mit KISS der ODEC angeboten wird. Der RE2 fährt alle 2 Stunden zwischen Cottbus und Wismar und im Stundentakt zwischen Cottbus und Wittenberge. Ansonsten sind in und um die Bundeshauptstadt seit Ablösung der DR-Dosto-Garnituren durch ET442 nur noch einstöckige Fahrzeuge unterwegs. Doch der Talent-2-Bestand reicht meist nicht ganz aus, um alle Leistungen zu erbringen. So kam 2018 doch sehr regelmäßig eine Ersatzgarnitur mit 5 Wagen und 143er oder 112er auf der Regionalbahnlinie 14 auf einem Umlauf zum Einsatz. Die RB14 verbindet Nauen mit Berlin-Schönefeld Flughafen. Die Ersatzgarnituren waren wohl mit die interessantesten im ganzen ostdeutschen Raum. Anzutreffen waren nämlich reine DR-Dosto-Garnituren,
Garnituren mit teilweise der R-Duster und teilweise moderneren Duster 97 oder 03. Und auch sogar ein Hocheinstiegwagen war 2018 schon auf der RB14 zu sehen. 2019 sollen weitere Doppelstockwagen und 143er von der hessischen RB75 zur Berliner RB14 wandern, um so auf dieser Linie für eine höhere Kapazität zu sorgen. Um eine halbwegs vernünftige Überleitung zum nächsten Dosto-Einsatzgebiet hinzubekommen, sei erwähnt, dass Nauen an der Strecke nach Hamburg liegt. Und in die größte deutsche Hansestadt wollen wir jetzt noch einmal zurückkehren. Und damit komme ich zu Erzählungen über die Privatbahn Metronom. Metronomzüge besitzen seit der tatsächlichen Verwirklichung ihres Zuges der Ideen seit 2014 in jedem Zugverband mindestens einen Ruhewagen mit geändertem Licht- und Lautsprecherkonzept. Die 1 bis 2 Ruhewagen sind planmäßig hinter der Lok eingereiht. Ansonsten brachte das Projekt Zug der Ideen das Aufbringen großflächiger Aufkleber mit sich, die Kennzeichnen, wo sich erste Klasse Sitze, Getränke- und Snackautomaten, das Mehrzweck- sowie das Fahrradabteil befinden. Sitzplatzreservierungen bietet seit etlichen Jahren auch die Deutsche Bahn oder andere Privatbahnen an, allerdings haben bei ihnen nur die wenigsten Züge auch Reservierungsanzeigen. Bei Metronom hingegen sind diese Anzeigen in allen reservierbaren Wagen eingebaut worden. Die wohl eher unliebsame Bitte zu Leuten, die gerade auf dem reservierten Platz sitzen, ohne dies zu ahnen, bitte aufzustehen, die gibt es in Metronomzügen damit schon mal nicht. Vielleicht auch eine Idee für die sich doch so gern innovativ präsentierende Deutsche Bahn? Kommen wir nun aber zum Betätigungsfeld des Metronom im Fahrplanjahr 2018 zurück. Den Beginn macht der stündliche RE5 nach Cuxhaven. Von Montag bis Freitag fährt morgens ein Verstärker von Stade nach Hamburg und abends wieder zurück. Wegen fehlender Elektrifizierung ab Stade werden hier Dieselloks der Baureihe 246 vor die 5 Tiefeinstieg Duster 03 gespannt. Der RE5 ist seit 9. Dezember 2018 aber nur noch ehemaliges Betätigungsfeld des Metronom, denn seitdem fährt die Start Unterelbe GmbH diese Leistungen. Viele Liniennummern lassen sich vermutlich nur schwer merken. Beim Regionalexpress, der nun an der Reihe ist, ist es aber ganz einfach. Der stündliche RE4 fährt nämlich von Hamburg aus zu den 4 Bremer Stadtmusikanten. Hinzu kommt eine stündliche RB41 zwischen Hamburg und Bremen. In der HVZ gibt es zusätzliche RE4 und RB41 Züge, die aber nur zwischen Hamburg und Hohstedt, vereinzelt auch bis Rothenburg-Würme, verkehren. Bis Harburg fahren die Züge Richtung Bremen, parallel zu denen Richtung Cuxhaven und Lüneburg. Der RE3 verkehrt zwischen Uelzen, Lüneburg und Hamburg im Stundentakt und im Berufsverkehr im 30-Minuten-Takt zwischen Hamburg und Lüneburg vereinzelt auch bis Uelzen. An allen Unterwegsbahnhöfen zwischen Harburg und Lüneburg hält die RB31, die ebenfalls im Stundentakt zwischen Hamburg und Lüneburg hin- und her pendelt und in der HVZ ebenfalls im 30-Minuten-Takt verkehrt. Obwohl die Doppelstock-Wendezüge ziemlich zuverlässig laufen, ist der Metronom auf den eben behandelten Linien Richtung Lüneburg und Bremen oft mit Verspätung unterwegs, was aber an zu geringer Gleisinfrastruktur, oftmals zu kurze Wendezeiten an den Endbahnhöfen sowie einem doch etwas knapp kalkulierten Fahrzeugpark liegt. Ein sehr interessantes Video dazu seht ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Die Metronomzüge werden von E-Loks der Baureihen 146.1 und .2 befördert. Wenn sie Dienste für den RE3 und 4 erbringen, müssen sie jeweils 7 Wagen transportieren.
Bei den Regionalbahnleistungen haben sie nur 5 Wagen im Schlepp. Auf diesen Linien sind nur die jeweils hinteren beiden Wagen mit Tiefeinstieg. Die vorderen Wagen haben alle Hocheinstiege mit den extra breiten Türen. Einfahrt eines RE3 aus Hamburg in den 100-Wasserbahnhof Uelzen. Dieser Zug endet hier. Nach etwa 15 Minuten fährt auf der anderen Bahnhofseite der RE2 über Hannover nach Göttingen weiter. In der Gegenrichtung beträgt der Übergang sogar fast 30 Minuten. Es wurde einfach verpasst, zwischen Hamburg und Hannover, wie zwischen Hannover und Würzburg, eine extra ICE-Strecke zu bauen. So ist die Fahrplangestaltung für den Regionalverkehr derart eingeschränkt, dass sich eine durchgehende Regionalexpresslinie von Hannover nach Hamburg ohne lange Aufenthalte nicht realisieren lässt, da auf dem Fahrweg irgendwo die Fernzüge die langsameren Regionalzüge überholen müssen. Und für dieses Überholen wird das auf halbem Wege befindliche Uelzen genutzt. Zweistündlich ein Intercity und stündlich ein ICE müssen zwischen der Ankunft des RE2 aus Göttingen und der Abfahrt des RE3 nach Hamburg durch. Für die Gegenrichtung gilt dasselbe. Ein RE2 überquert hier die Aller und fährt anschließend in den Bahnhof Celle ein. Da ein verspäteter Intercity nicht bereits in Uelzen kurz vor dem Regionalexpress abgefahren ist, geht der pünktliche RE2 hier in Celle in die Überholung und bekommt somit 10 Minuten Verspätung. Die RE2-Züge fahren wie angesprochen im Stundentakt zwischen Uelzen und Göttingen und durchfahren südlich von Hannover das landschaftlich reizvolle Leinebergland. Bei Nordstemmen ist auch das Schloss Marienberg zu sehen. Die RE2-Züge sind immer mit 6 Wagen am Start. Wegen weiteren ICE-Überholungen haben die Metronomzüge in Hannover Hauptbahnhof dann eine Aufenthaltszeit von rund 20 Minuten. Ein paar Bahnsteige weiter in Hannover können wir die Begegnung von 2 weißen Doppelstockwagenzügen beobachten. Hierbei handelt es sich um die im Dezember 2015 in Betrieb genommenen 9 Intercity 2. Die Kritik, dass der Zug nur für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h zugelassen ist, ist allerdings auf den allermeisten seiner jetzigen und künftigen Einsatzlinien ungerechtfertigt. Zum Beispiel auf dem zweistündlichen Intercity Norddeich-Mole-Leipzig gibt es nur sehr wenige Streckenabschnitte, auf denen der Zug überhaupt 200 km/h fahren könnte. Lediglich bei der anderen zweistündlichen Intercity-Linie Köln-Dresden für die geringere Höchstgeschwindigkeit zu minimal längeren Fahrzeiten und dem Haltentfall Bad Oeynhausen im Vergleich zu den älteren Intercity 1. Die Intercity 2 sehen zwar von außen wie lokbespannte Wendezüge mit 5 Wagen aus, in Wahrheit handelt es sich aber um einen Twindex-Triebzug, der im Regelbetrieb wie die für 45er nicht getrennt werden darf, denn die Bordcomputer aller Fahrzeuge werden in der Werkstatt so programmiert, dass die Computer im ganzen Wagenzug miteinander einwandfrei kommunizieren können. So kann der Lokführer zum Beispiel von jedem Wagen sämtliche Störungen oder Zustände einzelner Bauteile, wie der Türen oder der Bremsen, einsehen. Das geht bei herkömmlich lokbespannten Zügen nicht. Die beiden eben erwähnten zweistündlichen Intercity 2 Linien ergänzen sich zwischen Leipzig und Hannover zu einem Stundentakt. Einmal pro Tag fährt ein Intercity 2 von Emden aus nicht nach Leipzig, sondern über Potsdam und Berlin nach Cottbus. Ausfahrt in Hannover Hauptbahnhof. In Hannover Hauptbahnhof lassen sich nicht nur gelb-blaue und weiße Doppelstockwagen beobachten, nein, hier gibt es auch rote Doppelstockwagen. Und damit komme ich zu den beiden zweistündlichen Linien RE1 nach Norddeich-Mole und RE8 nach Bremerhaven-Lehe. Ortswechsel nach Bremen Hauptbahnhof. Hier fährt ein RE9 nach Osnabrück ein.
Der RE9 fährt zweistündlich zwischen Bremerhaven-Lehe und Osnabrück und zwischen Bremen Hauptbahnhof und Osnabrück stündlich. So existiert auf dem gesamten sogenannten Expresskreuz Niedersachsen-Bremen ein stündliches Angebot mit Regionalexpresszügen. Denn auf dem Abschnitt Bremen Hauptbahnhof Norddeich-Mohle, wo nur der zweistündliche RE1 fährt, darf auch der zum Stundentakt ergänzende Intercity 2 mit Nahverkehrstickets benutzt werden. Vor den Zügen kommen E-Loks der Baureihe 146.1 zum Einsatz. Der Wagenzug besteht aus einem modernisierten DOS 003 Steuerwagen, einem Twindex Mittelwagen mit Tiefeinstieg und 3 bis 5 modernisierten Hocheinstieg DOS 97 oder 03. Wir wechseln in den Süden von Niedersachsen. In Braunschweig Hauptbahnhof fährt an Gleis 5 ein Zug der Westfalenbahn ab. Jeweils im 2-Stunden-Takt verkehren die Linien RE60 Braunschweig-Hannover-Rheine und RE70 Braunschweig-Hannover-Bielefeld mit sechsteiligen Triebzügen des Typs KISS. Es handelt sich also um denselben Fahrzeugtyp wie bei der ODEC. Zwischen Löhne und Braunschweig überlagern sich der RE60 und der RE70 zu einem Stundentakt. Im Berufsverkehr gibt es zwischen Minden und Braunschweig zusätzliche RE70-Verstärkerzüge, die jeweils in Hannover Hauptbahnhof beginnen bzw. enden. Im Berufsverkehr wird auch eine RE60-Leistung von Rheine bis Helmstedt verlängert. Helmstedt liegt bereits auf der Linie Braunschweig-Magdeburg, die in Bezug auf Nahverkehr mit der stündlichen RB40 versorgt wird. Die DB Regio setzt hier lokbespannte Wendezüge aus 146.0er Loks und 3 DOS 007 ein, die die Aufschrift Elbe-Saale-Bahn tragen. 2018 konnten ersatzweise aber auch noch 112er vor den Zügen zum Einsatz kommen. Alle Wagen verfügen über einen Tiefeinstieg und besitzen an jedem Platz eine Steckdose sowie Sitze mit dunkel abgesetzten Flanken, was sonst bei DB Regio-Zügen eher die Ausnahme ist. Die RB40 fährt stündlich zwischen Braunschweig und Burg bei Magdeburg. Am Wochenende gibt es nur zwischen Braunschweig und Helmstedt einen Stundentakt. Auf dem restlichen Abschnitt herrscht dann nur ein zweistündliches Angebot. In Magdeburg trifft die RB40 auf zwei weiteren Linien, auf denen die Elbe-Saale-Bahn-Garnituren zum Einsatz kommen. Zum einen wäre da die stündliche RE20-Linie nach Uelzen zu nennen, die in der HVZ zwischen Stendal und Uelzen stündlich angeboten wird. Und zum anderen die stündliche RE30-Verbindung nach Halle an der Saale. In Halle an der Saale Hauptbahnhof starteten bis Juli 2018 auch noch bis Halle Niedleben im 30-Minuten-Takt Doppelstockwagenzüge als S7 mit 143er und 2 DOS 95. Seitdem verkehren hier ausschließlich 442er. Auch auf der S9 Halle Eilenburg fahren planmäßig nur 442er. Hier fuhren allerdings 2018 auch noch Ersatzzüge mit 143er und 2 DR-Dosto. Wobei angemerkt sei, dass wegen Bauarbeiten von August bis Dezember die S9 nur zwischen Delitzsch und Eilenburg fuhr. Wir bleiben im Osten. Auf einem Teil der Umläufe der RB49 sind auch noch Dostos unterwegs. Die RB49 fährt von Montag bis Freitag stündlich von Cottbus bis Ruhland und alle 2 Stunden weiter bis Falkenberg. Am Wochenende fährt die RB49 von Cottbus bis Ruhland nur alle 2 Stunden und nur vereinzelt weiter bis Falkenberg. Auf der RB49 fahren 112er mit 2 DOS 97.
aber auch Einsätze von 143er und ER-Dosto waren 2018 zu beobachten. Auf der größtenteils zweistündlich verkehrenden RB43 Falkenberg-Cottbus gab es 2018 ersatzweise auch Einsätze von 143er mit 2 DR-Dosto. Kommen wir zu drei Linien, die das südliche Brandenburg und das sächsische Dresden verbinden. Denn auf diesen Linien gibt es ebenfalls teilweise Einsätze von Doppelstockwagen. 442er Triebwagen teilen sich hier die Leistungen zusammen mit lokbespannten Wendezügen, gebildet aus 112er und 2 bis 3 Dosto 97. Teilweise sind auch Dosto 03 eingereiht oder es verkehren ersatzweise auch die R-Dosto mit 143er. Es handelt sich dabei um die zweistündlichen Linien RE15 Hoyerswerda-Dresden, RE18 Cottbus-Dresden und RB31 Elsterwerda-Dresden. Letztere Linie für den Berufsverkehr jede Stunde. Der Dresdner Hauptbahnhof wird neben den Zügen dieser drei Linien noch von vielen weiteren Doppelstockzügen besucht. Denn die S-Bahn Dresden setzt als einzige S-Bahn in Deutschland planmäßig Doppelstockzüge ein. Ausfahrt einer S1 in Königstein. Wir befinden uns im landschaftlich reizvollen Elbtal. Die S1 fährt insgesamt zwischen Meißen-Triebischtal und Bad Schandau im 30-Minuten-Takt. Die Verlängerung bis nach Schöna existiert nur alle 60 Minuten. In der HVZ verkehren zweimal pro Stunde Verstärker zwischen Pirna und Meißen-Triebischtal. Zusammen mit der halbstündlichen S2, die von Montag bis Samstag von Pirna zum Dresdner Flughafen fährt, existiert in der HVZ zwischen Pirna und Dresden-Neustadt seit April 2018 ein annähernder 10-Minuten-Takt. An Sonn- und Feiertagen fährt die S2 nur zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und dem Flughafen. Die S3 verkehrt parallel zur RB30 und deshalb nur im Stundentakt zwischen Dresden und Tharandt. Im Berufsverkehr fährt die S3 stündlich über Tharandt hinaus bis nach Freiberg. Hinzu kommen in der HVZ pro Stunde noch 2 Verstärker zwischen Tharandt und Dresden. Wegen Bauarbeiten war es 2018 zeitweise auch nur ein Verstärker. Auf der S1 verkehren planmäßig 4 Wagenzüge mit E-Loks der Baureihe 146.0 und teilweise auch 143er. Und auf der S2 und S3 verkehren planmäßig nur 2 Wagengarnituren mit 143er. Die S-Bahn Dresden setzt größtenteils Dosto 07 ein. Aber auch ein Teil Dosto 03 sind auf der S2 und S3 eingereiht, zu erkennen an den anderen Sitzmodellen und einer gelblichen statt einer blauen Beleuchtung wie bei den Dosto 07. Da die S-Bahn Dresden 2018 für die Verlängerung der S1 Verstärker zusätzliche Wagen bekam und diese modernisierte, fuhren auf der S3 im Berufsverkehr regelmäßig auch noch Garnituren mit DR-Dostos. Teilweise gab es auch Garnituren mit einem DR und einem modernen Dosto. Mehr Infos zur S-Bahn Dresden gibt es in den extra darüber produzierten Dokus. Auf dem stündlichen RE50, der zwischen Leipzig und Dresden pendelt, fahren überwiegend 442er Triebzüge. Aber auch Doppelstockzüge sind hier auf einem, ab und zu auch auf zwei oder keinem Umlauf anzutreffen.
Am Wochenende fährt ein RE50-Zugpaar mit Dostus auch über Dresden hinaus bis nach Schöna. Hier kommen 146.0er der S-Bahn Dresden mit Dostus von Regio Südost oder der S-Bahn Dresden zum Einsatz. Da im Jahr 2018 auf dem RE10 nach Cottbus und auf dem RE13 nach Magdeburg nur bei 442er Mangel ersatzweise Dostozüge zum Einsatz kamen, waren diese RE50-Leistungen die einzigen planmäßigen Doppelstockwagenleistungen, die im Regionalverkehr regelmäßig den Leipziger Hauptbahnhof erreichten. Wir machen nun einen Sprung aus dem Osten Deutschlands rein in die Mitte. Beim Anblick der Skyline dürfte jedem klar sein, dass nun die Vorstellung der Doppelstockwagenzüge im Großraum Rhein-Main folgt. Einfahrt einer Regionalbahn in den Frankfurter Hauptbahnhof. 143-135 hat eine RB22 aus Limburg am Haken. Die RB22 verbindet stündlich Frankfurt am Main mit Limburg. In der HVZ ist sie halbstündlich unterwegs. In der Hauptverkehrszeit fährt zudem noch der stündliche RE20 zwischen Frankfurt und Limburg, der allerdings etliche Halte auslässt. Auf dem RE20 und auf der RB22 sind planmäßig 3 und 5 Wagengarnituren mit 143er unterwegs, wobei die 5 Wagengarnituren auf den nachfragestärkeren Umläufen anzutreffen sind. Oft ist aber auch eine Vierwagengarnitur von der Partie. Die Wagen sind alles Dostus 07, wobei die Mittelwagen ausschließlich über Hocheinstiege verfügen. Weiter geht es mit Doppelstockzügen Richtung Nordhessen, genauer gesagt mit dem zweistündlichen RE30 nach Kassel Hauptbahnhof. 146-251 erhält Einfahrt in Kassel-Wilhelmshöhe. Hier kommen planmäßig E-Loks der Baureihe 146.2 zum Einsatz. Angehangen werden 6 Wagen, die gleich noch näher vorgestellt werden sollen. Zwischen Frankfurt und Gießen und teilweise weiter bis Marburg verkehren außerdem im Berufsverkehr RE30-Verstärker mit denselben Garnituren. Die Verstärker werden oft mit 114er bespannt. 114er können aber auch vereinzelt auf Umläufen bis Kassel eingesetzt werden. Dieselben 6 Wagengarnituren sind auch im Kinzigtal anzutreffen. Bespannt werden diese Züge immer mit E-Loks der Baureihe 114. Vereinzelt können Züge auch mit 111er bespannt sein. Diese Zugverbände für die Linien 30, 50 und 51 bestehen aus erstens 3 umgebauten und nachträglich klimatisierten Dosto 94 mit jeweils einem kleinen Erste-Klasse-Bereich im Oberstock. Zweitens einem reine zweite Klasse Dosto 97 Wagen, drittens einem erst 2012 neu beschafften Dosto 07 Tiefeinstiegwagen mit großem Mehrzweckabteil und viertens einem reine zweite Klasse Steuerwagen. Dabei handelt es sich entweder um einen nachträglich klimatisierten Dosto 94 Steuerwagen oder einen neueren Dosto 97 Steuerwagen. Letzterer unterscheidet sich durch die modernere Frontpartie gut von seinem älteren Kollegen. Der Fahrplan für das Kinzigtal hat einen stündlichen RE50 Frankfurt-Fulda und eine stündliche RB51 Frankfurt-Wächtersbach im Angebot. Hinzu kommen im Berufsverkehr stündliche RE50 Verstärker bis Fulda und einer weiter bis Bebra. Sowie stündliche RB51 Verstärker, die zum Teil bis Bad Soden-Saalmünster verkehren. Des Weiteren fährt im Berufsverkehr frühmorgens ein zusätzlicher RE50 von Bebra bis Frankfurt und einer von Fulda nach Frankfurt und abends ein RE50 zurück nach Fulda.
Diese Züge halten zwischen Frankfurt und Fulda nur in Frankfurt Süd, Hanau, Gelnhausen und Bad Soden-Salmünster. Diese ehemaligen Intercity-Leistungen werden nun unter dem Namen Hessen Express vermarktet. Gerade im Berufsverkehr sind die Linien 50 und 51 sehr verspätungsanfällig. Der Regionalverkehr muss sich nämlich auf der kompletten Strecke das Gleis mit vielen Fernzügen teilen. So sind neben den planmäßigen Überholungen der Verstärker auch außerplanmäßige Überholungen, wie hier in Wirtheim gerade zu beobachten, keine Ausnahme. Und schwuppdiwupp hat der Zug statt 5, 15 Minuten Verspätung. Die regulären RE50 und RB51 sowie die RE50 Verstärker fahren mit 6 Wagen. Die RB51er Verstärker sowie der Hessen Express sind mit 4 Wagen unterwegs. Im Berufsverkehr werden außerdem 3 reguläre RE50 Züge verlängert. Das heißt, es wird vorne eine weitere 114 mit 2 zusätzlichen Wagen, bei einer Leistung sogar 3 zusätzliche Wagen angehangen. Wir machen nun einen kleinen Sprung in den Süden von Hessen. Die RB75 verbindet hier im Stundentakt Wiesbaden mit Darmstadt und dem bayerischen Aschaffenburg. Im Berufsverkehr fährt die RB75 im 30-Minuten-Takt. Sonntag früh wird der Abschnitt Aschaffenburg-Darmstadt nur alle 2 Stunden bedient. Hier fuhren 2018 noch 143er mit planmäßig 3 Wagen der Serie Dosto 97, wobei die Mittelwagen Hocheinstiegwagen waren. Des Öfteren waren aber auch nur 2 Wagenzüge zu beobachten. Mindestens ein Umlauf war 2018 auch noch mit einer 114 bestückt. Auf dieser Linie fährt seit 9. Dezember 2018 die HLB mit 1440er Triebzügen. Ausfahrt der neuesten Generation Bombardier Doppelstockwagen aus Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Damit wären wir nun bei den Linien des sogenannten Main-Neckar-Ried-Express angekommen. Eigentlich sollte ab Dezember 2017 folgendes Konzept gefahren werden. Stündlich fährt ein Zug bestehend aus 2 Zugteilen von Frankfurt nach Neuedingen-Friedrichsfeld. Ein Zugteil fährt als RB67 weiter nach Mannheim und der andere als RB68 nach Heidelberg. Da allerdings der Bahnhof Neuedingen-Friedrichsfeld 2018 noch nicht für eine Zugteilung umgebaut war, fuhr das ganze Jahr zwischen Neuedingen und Mannheim ein 425er Triebzug als RB67. Die beiden Doppelstockzugteile fuhren gemeinsam als RB68 immer nach Heidelberg. Bei diesen neuen Doppelstockzügen handelt es sich, wie in Schleswig-Holstein und Brandenburg, um Twindex-Triebzüge. Wobei hier solche der Baureihe 446 zum Einsatz kommen, da ihre Einstieghöhe nicht bei 60, sondern bei 73 cm liegt. Beschafft wurden 3 und 4 Wagenzüge. Auf der RB68 kommen von Montag bis Freitag 2 Vierteiler zum Einsatz. Am Wochenende sind es entweder ein 4- und ein Dreiteiler oder 2 Dreiteiler. Hinzu kommt ein zweistündlicher RE60 bis Mannheim, der von Montag bis Samstag bis Darmstadt stündlich verkehrt, sodass zwischen Frankfurt und Darmstadt ein 30-Minuten-Takt herrscht. In der HVZ fährt der RE60 stündlich bis Mannheim, der teilweise dann auch als RB67 von Frankfurt bis Mannheim verkehrt. Auf dem RE60 kamen 2018 zunächst noch ausschließlich lokbespannte Züge mit 146er und Dosto 94, 97 und 03 zum Einsatz. Die Dosto 94 wiesen sogar noch die originalen RSB-Sitzbezüge auf. Ende Juli wurde dann ein Teil der Leistungen auf Twindex umgestellt und ab Ende August kamen dann dort nur noch Twindex zum Einsatz.
Planmäßig fahren auf dem RE60 nun von Montag bis Freitag ein Vierteiler und Wochenends ein Dreiteiler. In der HVZ wird der Vierteiler um einen Dreiteiler erweitert. Ebenfalls zum Main-Neckar-Ried-Express gehören die Leistungen des RE70. Dieser pendelt täglich jede Stunde zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, aber nicht über Darmstadt, sondern über Riedstadt. Auch hier kamen bis Mitte März noch lokbespannte Züge mit Dosto 94 und 97 zum Einsatz. Seitdem werden die Leistungen auch auf dem RE70 mit Twindex gefahren. Planmäßig verkehrt immer ein Vierteiler. In der HVZ wird ein Dreiteiler zusätzlich angehangen. Aufgrund der Doppelbelegung von Bahnsteigen in Mannheim Hauptbahnhof können auf dem RE 60 und 70 keine zwei Vierteiler in der HVZ verkehren. Deshalb fahren dort wie eben erwähnt immer ein Drei- und ein Vierteiler zusammen. Weitere Informationen zum Thema Main-Neckar-Ried-Express und den Zügen, die davor fuhren, erfahrt ihr in einer Extra-Doku auf dem Kanal BR111-Fan, Link in der Videobeschreibung. Die RB 34 Bad Vilbel – Glauburg-Stockheim verkehrt planmäßig immer mit der Baureihe 642. Und auf der RB 48 Friedberg-Nidda fährt planmäßig die HLB mit GTW-Triebwagen. Hinzu kommt ein Verstärkerzugpaar, morgens nach Frankfurt und abends wieder zurück. Wegen der großen Nachfrage werden hier Doppelstockzüge eingesetzt. Vorgespannt sind Dieselloks der Baureihe 245. Hier werden dieselben Wagen eingereiht wie auf den Linien 30, 50 und 51. Es verkehren nachmittags bis Bad Vilbel zwei Zugteile zusammen, die aus je vier Wagen bestehen. Morgens fahren die Zugteile einzeln bis Frankfurt. Nach Erweiterungen des Fahrplanangebotes beim Mittelhessen-Express fehlt dort nun genau ein 442er Triebwagen, um alle Leistungen zu erbringen. Auf der RB 49 Hanau-Friedberg-Gießen war 2018 deshalb über mehrere Monate eine Ersatzgarnitur mit Dosto 94 und 11er E-Lok unterwegs, etliche Male sogar im 11er-Sandwich. Bevor wir uns den Süden der Republik vornehmen, schauen wir erstmal in das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands und damit komme ich nun zu Erzählungen über die Dosto-Einsätze in Nordrhein-Westfalen. Sechs Wagen sind auf dem RE1 planmäßig unterwegs und davon ist keiner zu viel. Gerade zwischen Köln und Dortmund konnte ich bei meinen Touren immer wieder stehende Reisende beobachten, die aber nicht aus Fitnessgründen standen, sondern einfach weil kaum mehr Sitzplätze frei waren. Der RE1 verbindet im Stundentakt Aachen mit Hamm. Als Zugpferd machen sich erst 2014 beschaffte E-Loks der Baureihe 146.3 nützlich. Hinzu kommen ein paar Verstärkerleistungen zwischen Aachen und Düsseldorf, die mit E-Loks der Baureihe 111 bespannt werden. Die Garnituren werden aus Dosto 97 und Dosto 03 gebildet, wobei nur der Steuerwagen einen Tiefeinstieg aufweist. Direkt hinter der Lok hängen entweder zwei gemischtklassige Wagen oder ein komplett reiner Erste-Klasse-Wagen. Diese Wagenspezie, in der sich nur Erste-Klasse-Sitze befinden, ist mal abgesehen vom Intercity 2 ausschließlich in Nordrhein-Westfalen anzutreffen. Mit denselben Garnituren ist auch die Linie RE5 unterwegs. Sie verbindet im Stundentakt Wesel mit Koblenz. Auf dem südlichen Abschnitt von Bonn bis Koblenz fährt der Zug in der Nähe des Flusses Rhein. Der Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und schlecht ausgebauter Schieneninfrastruktur auf vielen Linien verspätungsanfällig. Der RE5 dürfte aber in Sachen Verspätungen so ziemlich Spitzenreiter sein. Auf der doch ziemlich langen Linie laufen parallel auf dem kompletten Fahrtweg zum Teil mehrere Fernverkehrslinien. Schon bei geringen Verspätungen kommt es zu unfreiwilligen Halteverlängerungen durch ICE-Überholungen, wie hier in Oberhausen-Sterkrade. Eine kurze Wendezeit von nur 11 Minuten in Wesel
führt dann dazu, dass RE5-Züge oft stundenlang mit Verspätungen zwischen 15 bis 30 Minuten unterwegs sind. Mit ähnlichen Garnituren wie der RE1 und 5 ist auch der RE6 unterwegs. Er fährt allerdings nur mit 5 statt 6 Wagen. Der RE6 stellt im Stundentakt eine durchgehende Verbindung zwischen dem Flughafen Köln-Bonn und Minden in Westfalen her. Die Wagen des RE6 besitzen wegen der Fahrt durch den Flughafentunnel alle eine sogenannte Notbremsüberbrückung. Kommen wir zu den Regionalexpresszügen der Linie 4, die alle 60 Minuten zwischen Aachen und Dortmund hin und her pendeln. Der Fahrtweg führt dabei über Mönchengladbach, Düsseldorf, Wuppertal und Hagen. Ausfahrt einer planmäßig gebildeten RE4-Garnitur mit ausschließlich Dosto 97. Diese Garnituren besitzen auch immer einen Mittelwagen mit Tiefeinstieg. Die 2017 vom RE2 übergewanderten ehemaligen Zugcafé-Wagen, die extra für den RE4 von zweite Klasse zur erste Klasse-Wagen umbezeichnet wurden, sind die einzigen Dosto 03, die planmäßig in die 5 Wagen langen RE4-Garnituren eingereiht sind. Passend zu den etwas älteren Wagen werden auch 11er E-Loks vorgespannt. Markant ist das Geräusch der Lüfter. Die lokbespannten Garnituren der Linien 1, 4, 5 und 6 werden zwischen Juni 2019 und Dezember 2020 durch die halb-einstöckig, halb-doppelstöckigen Desiro HC-Triebzüge ersetzt. Nur der stündliche RE2 Düsseldorf-Münster darf auch langfristig mit reinen Doppelstockzügen verkehren. Für den Verkehrsvertrag, der von 2014 bis 2029 gilt, wurden alle Wagen des RE2 einem Redesign unterzogen und auf den aktuellen höherwertigeren Dosto-Standard gebracht. Es handelt sich dabei ausschließlich um Dosto 03-Wagen. Die 5 Wagenzüge werden von E-Loks der Baureihe 146.1 befördert. Ausfahrt am Düsseldorfer Flughafen. Ortswechsel ins Siegtal. Ein Regionalexpress der Linie 9 überquert bei Blankenberg die Sieg. Der RE9 fährt jede Stunde zwischen Aachen, Köln und Siegen. Von den planmäßigen 6 Umläufen fahren in der Regel 3 mit Hallen 2 und die anderen 3 mit Doppelstockwagen. Der Verkehrsvertrag, der seit 2012 gilt, sah ursprünglich 5 Umläufe mit Hallen 2 vor. Nachdem die Sitzplatzkapazitäten der Hallen 2 gerade im Berufsverkehr aber nicht ausreichten, wurden nach massiven Beschwerden und öffentlichem Druck bis Dezember 2014 2 weitere Umläufe auf Doppelstockwagen umgestellt. Im Fahrplanjahr 2018 konnte man meist folgende Zuggarnituren beobachten. Erstens eine 146.0 mit 5 Dosto 97. Zweitens eine 111er mit 5 Dosto 94. Und drittens eine 146.0 mit 6 Dosto 07. Letztere Garnitur wurde bis Anfang September meist von einer E-Lok der Baureihe 120 gezogen. Kommen wir nun zur letzten Dosto-Leistung in Nordrhein-Westfalen und damit zur RB27. Sie verkehrt von Montag bis Freitag stündlich von Koblenz über die rechte Rheinstrecke nach Köln und weiter nach Rommerskirchen. Im Berufsverkehr fahren die RB27-Züge weiter bis Mönchengladbach.
Am Wochenende fährt die RB 27 größtenteils nur zwischen Köln und Koblenz. Hier sind Wendezüge mit 143er und 3 Dosto 95 unterwegs. 2018 kam aber auch schon auf 1 bis 2 Umläufen 425er zum Einsatz. Die 425er könnten sich 2019 mit der Auslieferung der 1440er für den RE8 noch weiter auf der RB 27 breit machen. Die Linien RE5 und RB 27 kommen auch nach Rheinland-Pfalz. Dort findet man außerdem nur noch eine Linie mit Doppelstockzügen. Und zwar den RE Luxemburg-Koblenz. Hier fährt ein dreiteiliger KISS der luxemburgischen CFL. Zwischen Trier und Koblenz fährt der KISS-Triebzug vereinigt mit einem FLIRT-3-Triebzug aus Kaiserslautern, Saarbrücken oder Mannheim. Einmal pro Tag fährt auch ein als Intercity gekennzeichneter CFL-KISS von Luxemburg über Koblenz und Köln bis nach Düsseldorf. Hinzu kommt noch ein weiterer doppelstöckiger Fernzug, der unter anderem Rheinland-Pfalz einmal täglich durchquert. Die französische SNCF fährt nämlich mit ihren doppelstöckigen TGW-Zügen auch bis nach Deutschland. Mit den 8 Wagen umfassenden sogenannten TGW-Duplex-Triebzügen werden die zweitäglichen Zugpaare zwischen Frankfurt am Main und Paris Est gefahren. Genauso wie das eine tägliche Zugpaar Frankfurt-Marseille. Nachdem im Saarland bis auf den einen TGW-Halt pro Tag und Richtung und in Thüringen bis auf Sonneberg im Fahrplanjahr 2018 kein einziger Doppelstockwagenzug anzutreffen war, bleiben uns jetzt nur noch 2 Bundesländer übrig. Das erste davon ist Baden-Württemberg, in dem ebenfalls sich ein TGW-Einsatz beobachten lässt. Es sind 3 Zugpaare zwischen Paris Est und Stuttgart und einmal weiter bis München täglich unterwegs. Auf den Linien Paris-Stuttgart sowie auf dem eben erwähnten TGW Paris-Frankfurt fahren parallel auch noch ICE-3-Züge der Deutschen Bahn, sodass beide Achsen größtenteils zweistündlich bedient werden. Diese Züge bekamen im Laufe des Jahres 2018 dieses geänderte Farbkleid. Im baden-württembergischen Regionalverkehr fuhren 2018 noch auf 16 Linien Doppelstockwagenzüge. Dank der neuen Verkehrsverträge werden aber auf den meisten Linien in 2 Jahren nur noch einstöckige Neubautriebwagen in Landesfarben anzutreffen sein. Stürzen wir uns aber wieder in die Gegenwart und beginnen mit den Linien rund um Stuttgart. Auf der sogenannten Remsbahn ist der stündliche Regionalexpress Stuttgart-Ahlen unterwegs, der im Berufsverkehr alle 30 Minuten verkehrt. Im Berufsverkehr kommt auch noch jeweils in Lastrichtung ein IRE dazu. Früher fuhren auf der Remsbahn die Regionalexpresszüge mit 6 N-Wagen. Anscheinend dachte sich die DB Regio, ach, wenn wir Doppelstockwagenzüge fahren lassen, ja dann brauchen wir nur noch die Hälfte der Wagen. Nur so sind mir die vielen 3-Wagen-Garnituren, die auch im Berufsverkehr zum Teil verkehren, zu erklären. Für alle, die es noch nicht wissen, Doppelstockwagenzüge bieten nicht doppelt so viele Sitzplätze wie einstöckige Züge. In der Regel bietet ein Doppelstockwagen etwa 40% mehr Sitzplätze im Vergleich zu einem einstöckigen Wagen. Teilweise fahren nach Aalen aber auch 4- und 5-Wagenzüge. Vorgespannt ist immer eine 111. Die Wagen entstammen überwiegend der Serie Dosto 94 und teilweise auch 97. Alle Mittelwagen sind Hocheinstiegwagen. Wechseln wir zur Neckaralbbahn. In Wernau kommt 111080 mit ihrem 5-Wagen-Park durch. Auf der Neckaralbbahn fahren stündlich Regionalexpresszüge von Stuttgart nach Tübingen, im Berufsverkehr halbstündlich.
Die 111er ist auch auf der Tübinger Strecke vorwiegend anzutreffen. Allerdings gibt es auch hier ein paar Umläufe mit 114er. Von den 5 Wagen besitzen der Steuerwagen und meist auch noch ein weiterer Mittelwagen einen Tiefeinstieg. Es werden Wagen der Serien Dosto 94, 95 und 97 eingereiht. Ein paar Leistungen auf der Neckaralbbahn wurden 2018 auch noch mit N-Wagenzügen gefahren. 111-161 zieht ihren Zug nun aus dem Bahnhof Plochingen. Ein paar Gleise weiter vorne in Plochingen fahren die ebenfalls doppelstöckigen Züge Richtung Ulm ein und aus. Stündlich ist auf der sogenannten Vilstalbahn zum einen der Interregio-Express Stuttgart-Lindau und zum anderen die stündliche Regionalbahn Stuttgart-Ulm unterwegs. Die Regionalbahn Stuttgart-Ulm ist mit 5 Dosto 94, 95 oder 97 und einer 146.2 bestückt. Davon sind es 1 bis 3 Hocheinstiegwagen. Teilweise verkehrten aber auch noch N-Wagenzüge. Einige von der Serie Dosto 94 besitzen auch eine besondere Kinderspielecke, denn hier sind nicht die für Dosto üblichen Einzelsitze verbaut, sondern eine N-Wagensitzbank. Von Montag bis Freitag fahren mit Ausnahme des späten Vormittags stündlich Verstärkerregionalbahnen zwischen Süßen und Plochingen, zum Teil auch weiter bis Esslingen oder Stuttgart. Diesen Verkehr teilen sich Dosto-Garnituren, die zum Teil nur aus 3 Wagen bestehen, und N-Wagenzüge. Die Garnituren des Interregio-Express Stuttgart-Lindau besitzen 4 Wagen. Größtenteils sind Dosto 03 und Dosto 07 eingereiht. Aber auch ein paar Dosto 97 Mittelwagen lassen sich vereinzelt beobachten. In der Regel sind nur 1 bis 2 Hocheinstiegwagen eingereiht. Die Sitze der Wagen des Interregio Express haben bei ihrer kleinen Modernisierung 2016 einfarbige Flanken erhalten. Auf dem Abschnitt Stuttgart-Ulm zieht eine Baureihe 146.2 den Zug. Auf dem Abschnitt Ulm-Lindau übernimmt dies eine Baureihe 218 oder 245. Ausfahrt von 218443 am Inselbahnhof Lindau, der nach einer Bürgerabstimmung auch nach der Elektrifizierung der Strecke nach München größtenteils erhalten bleibt und nur durch einen Fernbahnhof auf dem Festland ergänzt wird. Ausfahrt am oberirdischen Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Baustelle für den unterirdischen Nachfolger, der nur noch halb so viele Gleise besitzen wird, dafür aber dann ein Durchgangsbahnhof ist, lässt sich zwischen den Gleisbereichen und dem Bahnhofsgebäude gut erkennen. Außerdem startet seit Dezember 2017 in Stuttgart Hauptbahnhof ein zweistündlicher Intercity Stuttgart-Singen und einmal täglich weiter nach Konstanz, auf dem die doppelstöckigen Intercity-2-Züge zum Einsatz kommen. Die Züge sind im Fahrplan als Intercity und auch als RE87 ausgewiesen und können mit Nahverkehrstickets benutzt werden. Auf der Moorbahn nach Schwäbisch Hall-Hessental wimmelt es seit dem letzten Fahrplanwechsel nur so vor Talent-2-Zügen in Landesfarben. Nur der zweistündliche Regionalexpress, der über Schwäbisch Hall hinaus bis nach Nürnberg fährt, ist noch bis Dezember 2019 mit roten Doppelstockwagen unterwegs. Die Plangarnituren bestehen aus einer 114er und 4 Dosto 94, 95 oder 97, wobei der Steuerwagen immer einer mit altem Steuerkopf, also ein 94er oder 95er Baujahr ist. Die DB Regio hat die meisten Leistungen rund um Stuttgart an Privatbahnen verloren. Dies hat Personalmangel zur Folge und nicht mehr so saubere Züge. Auch bei der Zusammensetzung der Garnituren hat das BW Stuttgart nicht mehr so das glücklichste Händchen. Auf dieser Regionalbahn nach Ulm haben zum Beispiel 3 von 4 Wagen zur Hälfte erste Klasse Plätze.
Und dieser Regionalexpress nach Nürnberg fährt ohne einen einzigen Erste-Klasse-Sitzplatz. Beide Aufnahmen wurden wohlgemerkt in einem Zeitraum von nur 3 Stunden gemacht. Kommen wir zur nächsten Strecke, die nach Bayern führt und damit zur landschaftlich reizvollen Frankenbahn. Hier verkehren Regionalexpresszüge bis Würzburg und Regionalbahnen bis Osterburgen. Beginnen wir mit dem 2-stündlichen Regionalexpress Stuttgart-Würzburg, der teilweise auch stündlich verkehrt. Hier werden 111er-Loks vor 4, das zu 94, 95 oder 97 gekuppelt, wobei ein bis zwei Wagen einen niedrigen Einstieg haben. Auf der Frankenbahn ist auch die stündliche Regionalbahn Stuttgart-Neckarsulm unterwegs, die von Montag bis Freitag größtenteils alle 2 Stunden und im Berufsverkehr stündlich weiter bis nach Osterburgen und ganz vereinzelt bis nach Lauda fährt. Hier kommen oft Garnituren mit 5 DA-Doppelstockwagen zum Einsatz. Ein paar Zugverbände sind aber auch mit Dosto 94 und Dosto 95 Wagen anzutreffen oder auch vereinzelt mit N-Wagen. Als Zugpferd machen sich bei den Dosto-Garnituren E-Loks der Baureihe 112 nützlich. Auf der Regionalbahn Stuttgart-Heilbronn, die von Montag bis Freitag die Regionalbahn nach Neckarsulm zum 30-Minuten-Takt ergänzt, fahren ebenfalls zum Teil 112er mit 5 DR-Dostos. Ein Teil der Leistungen fuhr 2018 aber auch noch mit alten N-Wagen und hochmodernen E-Loks der Baureihe 147. Die 147er kann ich zum Glück euch auch noch mit Doppelstockwagen präsentieren. Einfahrt eines Regionalexpress aus Heidelberg zur Weiterfahrt nach Stuttgart. Es handelt sich um ein 2-stündliches Angebot. ...147008 hat die für diese Linie typischen 4 Dosto 94 oder 95 im Schlepp. Die hochmoderne Lady lässt sich auch auf dem 2-stündlichen Interregio-Express Stuttgart-Karlsruhe beobachten. Angehangen werden hier 5 moderne Dosto 03 und Dosto 07 Waggons. In der HVZ gibt es Verstärkerzüge zwischen Stuttgart und Vaihingen an der Enz, die zum Teil weiter bis nach Pforzheim verlängert werden. Die Interregio-Expresszüge fahren, anders wie die Regionalexpresszüge Karlsruhe-Stuttgart, von Vaihingen nach Stuttgart nicht über Bietigheim, sondern über die ICE-Schnellfahrstrecke. Karlsruhe ist nicht nur Endpunkt der Interregio-Expresszüge aus Stuttgart, nein, hier starten auch Doppelstockzüge einer weiteren Linie. Im Stundentakt verbindet ein Regionalexpress Karlsruhe mit Konstanz. Zwischen Hausach und St. Georgen überwindet der Zug auf einer Strecke von 38,1 Kilometern mittels vieler Kehren und Tunnel einen Höhenunterschied von 564 Metern. E-Loks der Baureihe 146.2 ziehen auf dieser Linie 4 moderne Doppelstockwagen der Serie 03 und 07 hinter sich her. Alle Wagen verfügen über einen Tiefeinstieg. Von dem Regionalexpress Karlsruhe-Konstanz habe ich nach einem Videoaufruf meinerseits sehr viele Aufnahmen von euch bekommen. Vielen Dank nochmal an alle. Einen Teil der Aufnahmen möchte ich euch einmal unkommentiert präsentieren.
Der Regionalexpress Karlsruhe-Konstanz kommt auch in Offenburg vorbei. Hier besteht Übergang zu zwei weiteren Linien mit Doppelstockzügen. Zum einen fährt von Offenburg stündlich ein Regionalexpress die Rheintalbahn entlang über Freiburg nach Basel-Badischer Bahnhof. Um ICEs vorbeizulassen, haben die Regionalexpresszüge in Freiburg einen Aufenthalt von 20 Minuten. Hier bekommt gerade ein Regionalexpress nach Basel in Freiburg einen zusätzlichen Wagen angehängt. Dies ist allerdings aber eher die Ausnahme. Zum anderen fährt auf der Rheintalbahn noch größtenteils die zweistündliche Regionalbahn von Offenburg über Freiburg bis nach Neuenburg in Baden, die bis auf den 3 Kilometer langen Abzweig Mülheim-Neuenburg dieselbe Strecke befährt wie der Regionalexpress. Vereinzelt fahren auch Regionalbahnen und Regionalexpresszüge bis nach Karlsruhe. Von Montag bis Freitag fährt die Regionalbahn im Berufsverkehr stündlich. Dann allerdings auch größtenteils nicht nach Neuenburg, sondern bis nach Basel-Badischer Bahnhof. Diese Regionalbahnen, Offenburg-Basel, halten anders wie die Regionalexpresszüge nicht an allen 10 Unterwegsbahnhöfen zwischen Mülheim und Basel, sondern nur an 3, da ihnen unmittelbar ein ICE hinten drauf sitzt, der nur 3 Minuten später in Basel ankommt wie diese Regionalbahnen. Auf beiden Linien kommen 4 bis 5 Wagenzüge mit E-Loks der Baureihen 146.1 oder 146.2 zum Einsatz. Die Garnituren werden aus DOS 97 und DOS 903 Wagen mit Hoch- und Tiefeinstieg gebildet, wobei die DOS 97 eher dominieren. Teilweise sind aber auch noch ein paar ältere, nicht klimatisierte DOS 94 Wagen eingereiht. Wir verweilen noch kurz im Südwesten. 2018 war Freiburg noch Ausgangspunkt für zwei Linien, auf denen lokbespannte Doppelstockzüge fuhren. Mit dem Einführen der Breisgau-S-Bahn wird sich das im Dezember 2019 ändern. Die Rede ist von den beiden Regionalbahnlinien, die durch sogenannte Höllental fahren. Bis Titisee ergänzen sich beide zum 30-Minuten-Takt. Die eine Regionalbahnlinie führt dann stündlich weiter nach Seebrugg und die andere nach Neustadt im Schwarzwald. Hier kommen 3 bis 5 Wagenzüge zum Einsatz, die dank ihrer Vielfalt an Wagentypen zum Teil sehr interessant sind. . 2018 waren in den Zugverbänden Dosto 03, Dosto 97, Dosto 95, Dosto 94 oder auch DR-Dostos eingereiht. Die eingleisige vordere Höllentalbahn ist mit bis zu 57 Promille die steilste Hauptbahn Deutschlands. Zuglok ist bei den beiden Linien die Baureihe 146.2. Machen wir einen ordentlichen Sprung zurück, und zwar zur Frankfurter Skyline. Hier fährt gerade ein Regionalexpress nach Bayern vor die Linse, dem Bundesland, welchem wir uns nun als letztes widmen wollen. Alle 2 Stunden fährt ein RE55 von Frankfurt über Offenbach, Hanau und Aschaffenburg nach Würzburg. In der anderen Stunde fährt ein Regionalexpress der Linie 54 von Frankfurt Nordmainisch über Maintal nach Hanau. Bis Würzburg ergänzt der RE54 den RE55 zum Stundentakt. Im Berufsverkehr fahren allerdings ausschließlich RE55er. Alle 2 Stunden fährt ein Zug weiter über Würzburg bis Bamberg. Dies ist in der Regel ein RE54 bzw. in der HVZ auch ein RE55. Am Wochenende
gibt es zudem noch zwei tägliche Zugpaare von Bamberg nach Frankfurt, die allerdings nicht über Würzburg, sondern von Schweinfurt direkt über die sogenannte Werntalbahn nach Gemünden fahren. Alle Zugleistungen werden unter dem Namen Mein Spessart Express zusammengefasst. Kommen wir zum Fahrzeugeinsatz. Anfang des Jahres 2018 gab es hier noch einen Mischbetrieb mit 9 vierteiligen Twindex-Triebzügen der Baureihe 445 und lochbespannten Wendezügen. Letztere bestanden aus einer E-Lok der Baureihe 146.2, 3 bis 4 neuen Twindex-Mittelwagen und einem Dosto 03 Steuerwagen. Da Anfang 2018 noch nicht alle Twindex zuverlässig im Einsatz waren, fuhren nach meinen Beobachtungen auf mindestens der Hälfte der Umläufe noch lokbespannte Ersatzzüge. Auffällig war, dass es in diesem Zeitraum auch anscheinend nicht möglich war, die lokbespannten Ersatzzüge regelmäßig durch die Waschanlage zu schicken. Über mehrere Wochen sah ich, wie dieselben Loks immer schmutziger wurden. In Eisenbahn-Fankreisen handelte sich so die Werbelok Vernetzt in die Zukunft den Spitznamen Verdreckt in die Zukunft ein. Im Frühjahr entspannte sich die Lage etwas und ab Mitte April konnten alle RE54 und 55er Leistungen mit Twindex gefahren werden. Im Berufsverkehr können deswegen jetzt auch eine Zugleistung morgens von Würzburg nach Frankfurt und abends von Frankfurt nach Aschaffenburg bzw. freitags bis Würzburg mit einer Doppeltraktion 445 gefahren werden. Nach Bamberg kommen die doppelten 445er allerdings nicht. Aber Bamberg und doppelt sind jetzt dennoch die richtigen Stichwörter. Denn in Bamberg halten seit Dezember 2017 im 2-Stunden-Takt die zusätzlichen Regionalexpresszüge Nürnberg-Sonneberg, die gleich 2 Loks pro Zugeinheit besitzen. Begründen lässt sich dieser Umstand mit dem Fahrtverlauf. Denn dieser führt zwischen Bamberg und Coburg über die erst im Dezember 2017 eröffnete Schnellfahrstrecke, auf der ausschließlich das Zugsicherungssystem ETCS angewendet wird. Dabei wird der Zug per Funk ferngesteuert. Da die DB Regio Bayern keine ETCS-fähigen Loks besaß, mietete sie von der Firma Railpool 5 Vectron E-Loks der Baureihe 193 an. Da die Dosto 03 Steuerwagen bis April noch beim Mein Spessart Express benötigt wurden, fuhren bis dahin nur 4 Wagenzüge mit ausschließlich Dosto 03 Mittelwagen. Erst zwischen April und Mai konnten nach nachträglichem Einbau einer für Tunnel- und Brückenüberfahrten benötigten Notbremsüberbrückung die Dosto 03 Steuerwagen an die Zugverbände angehangen werden. Da die Steuerwagen aber nicht ETCS-fähig sind und ein Umbau der DB Regio wohl zu teuer war, blieb es bei der nötigen Sandwich-Traktion mit 193er. Einfahrt eines solchen silberroten Zuges in Nürnberg Hauptbahnhof, dem Ausgangspunkt weiterer Dosto-Einsätze. Da die S1-Verstärker zwischen Nürnberg und Erlangen nicht vom Bundesland Bayern bestellt werden, sondern von der DB Regio eigenwirtschaftlich gefahren werden, kann die DB Regio hier ältere Züge einsetzen, ohne Strafe an den Freistaat zahlen zu müssen. Da die 442er auch auf der S2 Rot-Altdorf aushelfen mussten, fuhren 2018 zeitweise diese Berufsverkehrverstärker mit 111er und 4 Doppelstockwagen Baujahr 1997. Dieselben Garnituren waren 2018 auch noch auf dem Verstärkerzugpaar des Regionalexpress Nürnberg-Würzburg unterwegs. Da dies hier eine Aufnahme von 2017 ist, sehen wir hier noch 2 angehängte Moduswagen, die aber 2018 nicht mehr im Einsatz waren. Diese Dosto 97 Garnituren fuhren 2018 auch noch spätabends bzw. frühmorgens Regionalbahnleistungen zwischen Würzburg, Schweinfurt und Bamberg. Regelmäßig ab Nürnberg Hauptbahnhof mit Doppelstockwagen
fährt der zweistündliche Regionalexpress über Regensburg nach München Hauptbahnhof. Diese Leistungen werden auch als Ringzug Ost bezeichnet. Hier werden 5 DOS-003 mit ausschließlich Tiefeinstiegen eingesetzt. Im Berufsverkehr fährt zusätzlich morgens ein Regionalexpress von Regensburg nach München und abends zurück, sowie nachmittags auch ein Verstärker von Nürnberg nach Regensburg. Auf dem Verstärkerzugpaar Regensburg-München werden 2 zusätzliche Wagen angehangen. Einfahrt einer solchen 7-Wagen-Garnitur in Landshut. Zudem wird von Montag bis Freitag morgens an einem Regionalexpress von Nürnberg nach München ein zusätzlicher Wagen angehangen und nachmittags an einem Zug in der Gegenrichtung. Hier zeigt sich die Stärke von lokbespannten Zügen. Denn ein derart einfaches Anhängen von Wagen ist nämlich bei keinem Triebwagen der Welt möglich. Anfang 2018 wurden die meisten Züge noch mit E-Loks der Baureihe 111 bespannt. Durch das Ablösen der 146er durch Twindex auf dem Main-Spessart-Express waren diese 146er dann ab Mai verstärkt auf diesen Leistungen anzutreffen, wobei sich auch noch Ende 2018 vereinzelt 111er beobachten ließen. Zum Ringzug Ost gibt es auch noch das passende Gegenstück, und zwar den Ringzug West. Er verbindet ebenfalls Nürnberg mit München, allerdings über Treuchtlingen und Ingolstadt. Dieser fährt durchgehend im 2-Stunden-Takt und zwischen München und Treuchtlingen im Stundentakt. In der Stunde, wo der Regionalexpress in Treuchtlingen endet bzw. startet, gibt es auch noch einen zweistündlichen Regionalexpress Augsburg-Nürnberg. Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag fährt kein Regionalexpress von Nürnberg nach Augsburg. Dafür fährt die Regionalbahn München-Treuchtlingen-Nürnberg dann durchgehend im Stundentakt. Hinzu kommt ein zweistündlicher Regionalexpress zwischen Ingolstadt und München. Zusammen mit dem schnellen München-Nürnberg-Express, der zwischen Nürnberg und Ingolstadt allerdings die Neubaustrecke befährt und nicht zum Ring West gehört, ergibt sich somit ein ungefährer 30-Minuten-Takt mit Regionalzügen zwischen Ingolstadt und München, wobei die Regionalexpresszüge nur an 3 Unterwegsbahnhöfen halten und die Regionalbahnen an 7. Im Berufsverkehr gibt es stündliche Verstärker zwischen München und Pfaffenhofen, die zum Teil bis nach Ingolstadt Nord oder nur bis Reichertshausen verkehren. Außerdem verkehrt in der HVZ auch noch ein zusätzlicher Regionalexpress von München nach Ingolstadt. Zwischen Nürnberg und Treuchtlingen fahren von Montag bis Freitag von 6 bis 9 und von 12 bis 20 Uhr ebenfalls zusätzliche Regionalexpresszüge, die zum 30-Minuten-Takt verdichten. Bereits ab Dezember 2016 sollten auf allen Leistungen 15 neue 6-Wagen-Twindex und 3 4-Wagen-Twindex fahren, doch daraus wurde wie in vielen anderen Netzen nichts. Anfang des Jahres war noch kein einziger Twindex unterwegs. Es verkehrten folgende Ersatzgarnituren. Zum einen 5 Wagenzüge mit 3 DOSTO 93 Hocheinstiegwagen, einem DOSTO 03 oder DOSTO 97 Tiefeinstiegwagen und einem Wittenberger Steuerwagen. Zum anderen fuhren 5 Wagenzüge mit 4 Twindex Mittelwagen, und einem DOSTO 94 oder 95er Steuerwagen. Vorgespannt beim Ringzug West waren immer 111er. Mitte Januar gingen die ersten Twindex-Triebzüge in den Betrieb. Ende März wurden dann weitere Twindex-Zugeinheiten gebildet. Da die Twindex sich allerdings durch viele technische Störungen und eine hohe Unzuverlässigkeit auszeichneten, waren bis Ende Juni nur einzelne Twindex-Garnituren unterwegs. Nach Auslieferung der letzten Twindex-Steuerköpfe wurden dann bis Ende Juni
alle 18 Findex-Zugeinheiten gebildet. Aufgrund der hohen Unzuverlässigkeit war aber nach wie vor, nach meinen Beobachtungen, auf etwa 30-60% der Umläufe ein Einsatz von lokbespannten Zügen und 111er vonnöten. Die lokbespannten Garnituren wurden aus Dosto 93 Hocheinstiegwagen und Dosto 94, 95 oder 97er Steuerwagen gebildet. An etlichen Garnituren wurde auch statt einem Hocheinstiegwagen ein Tiefeinstiegwagen der Serien 97 oder 03 eingereiht. Diese Garnituren sollten zusammen mit den Twindecks planmäßig ausreichen, um alle Leistungen des Ringzug West fahren zu können. Zudem wurden aber noch ein paar Ersatzgarnituren mit Wittenberger Steuerwagen und Dostos gebildet. Und diese Ersatzgarnituren, die planmäßig ja nicht mehr zum Einsatz kommen sollten, kamen in den meisten Wochen fast täglich zum Einsatz. Oft waren sogar 2-3 Züge mit Wittenberger Steuerwagen pro Tag unterwegs. Die Zuverlässigkeit der Twindecks steigerte sich allerdings mit der Zeit, sodass immer mehr Twindecks in den Betrieb gelangten. Dennoch kam es bis Dezember zu Einsätzen von Ersatzzügen mit Wittenberger Steuerwagen. Teilweise werden im Berufsverkehr Züge beim Ringzug West auch in Doppeltraktion, also 4- und 6-Wagenzugeinheiten oder 4- und 4-Wagenzugeinheiten zusammengekuppelt, gefahren. Nicht nur der Ringzug verbindet Nord- und Südbayern miteinander. Gleiches tut auch der Alex ganz im Osten von Bayern. Er fährt im 2-Stunden-Takt zwischen Hof und München. In diesen Zügen ist mindestens ein Dosto 07 mit Tiefeinstieg zwischen einstöckigen Abteilwagen eingereiht. Im Schwandorf werden Wagen aus Prag ohne Dosto angehangen bzw. in der Gegenrichtung vom Zug nach Hof dort getrennt. Teilweise kommt beim Lokwechsel in Regensburg noch ein weiterer Dosto 07 Richtung München dazu. So haben auch E-Loks der Baureihe 183 und Diesel-Loks der Baureihe 223 die Ehre, Doppelstockwagen befördern zu dürfen. Ausfahrt in München Hauptbahnhof. In München Hauptbahnhof startet auch der stündliche Donau-Isar-Express nach Passau. Auf den meisten Umläufen kommen 440er zum Einsatz. Ein Teil der Umläufe wird aber auch mit 5 Dosto 97 oder 5 Dosto 03 und einer 111er oder einer 146.2 gefahren. Lediglich HVZ-Leistungen übernehmen Doppelstockwagen beim Fugger-Express. In Lastrichtung verkehrt jeweils eine Garnitur mit 111er und 6 Dosto 95 bzw. auch einigen Dosto 97 von Gessertshausen über Augsburg nach München und von Donauwörth über Augsburg nach München sowie nachmittags in der Gegenrichtung. Nur in der HVZ sind Dosto-Züge ins schöne Mittenwald unterwegs. Morgens nach München und abends zurück fährt eine 111er mit 3-4 Dosto 93 und einem Wittenberger Steuerwagen. In der zweiten Jahreshälfte waren allerdings auch oft Dosto-Steuerwagen angehangen. Teilweise fuhr die Dosto-Garnitur auch gar nicht, sondern eine für diese Strecke übliche Baureihe 442. Dieselben Garnituren mit 4 Dosto 93 und einem Wittenberger Steuerwagen verkehrten 2018 auch zeitweise in der HVZ, auf einer Regionalbahn von München nach Landshut und wieder zurück bis Freising, als Ersatz für kaputte 425er. Kommen wir aber nochmal zu Strecken, wo zumindest 2018 noch regelmäßig Doppelstockwagen verkehrten. Im 2-Stunden-Takt fuhr der Regionalexpress München-Füssen mit 218 und 4 Dosto 97.
Von Montag bis Freitag kam morgens ein Verstärker von Markt Oberdorf nach München hinzu. Am Sonntag fuhr mit dem Neuschwanstein-Express noch ein weiteres Zugpaar mit Dostos. Außerdem verkehrten einzelne Regionalbahnen von Augsburg nach Füssen mit 218 und 4 Dostos 97. Ansonsten waren die Dostos 97 Garnituren auf dem zweistündlichen Regionalexpress München-Memmingen und auf Verstärkerzügen von Augsburg nach Buchloe unterwegs. Sonst übernahmen die Garnituren Einzelleistungen wie von Kempten nach München und zurück oder auch einmal von Memmingen nach Kempten. Auf allen letztgenannten Verbindungen wurden oft modernere 245er vorgespannt. Zu guter Letzt blieb uns noch die Südostbayernbahn, die im Stundentakt mit Doppelstockzügen München und Mühldorf in Oberbayern verbindet. Es werden planmäßig 5 Wagenzüge gebildet, wobei alle Mittelwagen Hocheinstiege besitzen. Die Garnituren bestehen aus Dosto 07 und nachträglich klimatisierten und modernisierten Dosto 94 Wagen. Von den Dosto 94 Wagen hat die Südostbayernbahn allerdings nur Mittelwagen. Vorgespannt werden moderne Dieselloks der Baureihe 245. Von Montag bis Freitag fahren die Regionalbahnen im Berufsverkehr in Lastrichtung 2x pro Stunde. Hinzu kommen im Berufsverkehr außerdem Richtung München morgens 3 und Richtung Mühldorf morgens 1 und nachmittags 4 Regionalexpressverstärker hinzu, von denen 2 bzw. 3 bis Simbach am Inn verlängert werden. Im Berufsverkehr setzt die Südostbayernbahn auch 8 und 9 Wagenzüge im 245er Sandwich ein. In der HVZ darf auch die Baureihe 218 ein paar Leistungen übernehmen. Im Schülerverkehr fährt auch ein Dostozug zwischen Mühldorf und Landshut. Und nach über 54.000 ausgesprochenen Buchstaben bin ich nun auch am Ende dieser Reise durch alle deutschen Dosto-Einsatzgebiete des Fahrplanjahres 2018 gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.